Also ganz herzlichen Dank für Ihre Einladung und ich möchte Ihnen heute etwas zur Politisierung der Kunst sagen. Es gibt merkwürdige Entwicklungen in den Kunstszenen. Bilder werden von Ausstellungen entfernt, Gedichte werden übermalt, Opernproduktionen werden abgesetzt, Künstler werden zu politischen Aktivisten. Und die Frage, mit der ich mich heute beschäftigen möchte und die ich Ihnen und mir stellen möchte, ist, warum politisiert sich heute die Kunst in liberalen Demokratien? Das Phänomen möchte ich Ihnen zunächst anhand von einigen Beispielen beschreiben. Mein Vortrag wird sich in drei Teile gliedern, also zunächst die Beispiele. Anschließend gibt es ein theoretisches Intermezzo. Ich möchte Ihnen ein Theoriemodell vorstellen, mit Hilfe von dem ich dann im dritten Teil das Phänomen der Politisierung der Künste analysieren kann. So, ich beginne also mit meinem ersten Punkt, mit dem Begriff der politischen Kunst. Was ist eigentlich politische Kunst? Und es wäre ganz sicherlich nicht angemessen, politische Kunst so zu definieren, dass immer dann, wenn ein politisches Thema in einem Kunstwerk zur Sprache kommt, dass man dann schon von politischer Kunst spricht. Man muss den Begriff der politischen Kunst viel schärfer fassen. Man muss wissen, wovon er sich unterscheidet. Ansonsten kann man dieses Phänomen der Politisierung der Kunst überhaupt nicht analysieren. Deswegen hier mein Vorschlag. Unter politischer Kunst möchte ich Kunst verstehen, die Partei ergreift, die sich also für eine bereits existierende oder gegen eine bereits existierende politische Position entscheidet, die also eine Position, die in der Gesellschaft bereits existiert. Und dann ist noch ein zweiter Aspekt hier wichtig, wenn ich von einer Politisierung der Künste spreche, dann betrifft das nicht nur die Produktionsseite, also es betrifft nicht nur die politische Kunst an und für sich, sondern es betrifft eben auch die Rezeption und es betrifft zum Beispiel juristische Auseinandersetzungen um die Kunstfreiheit. Und all diese Phänomene kommen zusammen, wenn es um die Politisierung der Künste geht. Sie sehen hier die Alice Salomon Hochschule in Berlin. Das ist eine Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Und auf der Fassade dieser Hochschule war ein Gedicht von Eugen Gomringer angebracht. Dieses Gedicht wurde nach Protesten von Studenten 2016 entfernt. Es gab einen Beschluss des Senats der Hochschule und inzwischen ist diese Fassade auch übermalt und durch ein anderes Gedicht ersetzt worden. Links sehen Sie hier die deutsche Übersetzung des Gedichts, das original im Spanischen verfasst war. Und die Quintessenz dieses Gedichts kann man eigentlich auf die letzten zwei Verse bringen. Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer. Ein Beispiel von konkreter Poesie. Eugen Gomringer war der Begründer der konkreten Poesie in Deutschland. Und der Vorwurf, der gegen dieses Gedicht erhoben wurde und der eben auch zur Entfernung des Gedichts geführt hat, war, dass dieses Gedicht frauenfeindlich sei. Frauen würden zum Objekt männlicher Bewunderung degradiert, so die Begründung. Die Kulturstaatsministerin Monika Grütter hat die Entfernung des Gedichtes als einen erschreckenden Akt der Kulturbarbarei bezeichnet und inzwischen ist unweit von der Alice Salomon Hochschule dieses Gedicht wieder aufgebracht wurden, und zwar auf die Fassade einer Wohnungsgenossenschaft in Hellersdorf. Das Gedicht kann man jetzt also in der Originalfassung und in einer deutschen Fassung lesen, so damit auch alle den Inhalt verstehen, und es ist nachts erleuchtet. Diese Arbeit ist eine Arbeit des chinesischen Künstlers Ai Weiwei. Ai Weiwei lebt in Berlin und er hat im Jahr 2016 diese Installation angebracht an den Säulen des Berliner Konzerthauses. Er hat diese Säulen mit 14.000 Schwimmwesten aus dem Mittelmeer befestigt. Er hat gewissermaßen diese Säulen eingekleidet. Und in der Mitte zwischen den zwei Säulen sehen Sie ein Rettungsboot mit der Aufschrift Safe Passage. Das ist nun ein ganz klares
politisches Statement, das ist ein Kommentar und eine Parteinahme während der Flüchtlingskrise in Deutschland. Und es wirbt also oder setzt sich ein für eine sichere Passage der Flüchtlinge im Mittelmeer. Im August 2016 gab es eine Protestaktion der rechtsgerichteten identitären Bewegung, ebenfalls in Berlin, ebenfalls ganz unweit vom Konzerthaus entfernt. Diese Bewegung hat das Brandenburger Tor besetzt, sie hat es erklettert in einer Art Protestaktion und dieses Plakat entfaltet sichere Grenzen, sichere Zukunft. Das ist also genau die entgegengesetzte Message dieser Kunstaktion von Ai Weiwei. Also es setzt sich hier für eine und fordert eine Grenzschließung gegenüber Migranten zu dieser Zeit. Was sehr aufschlussreich ist, wenn man diese zwei Performances vergleicht und Installationen vergleicht, diese zwei Kunstaktionen. Wie gesagt, gibt es nur 1 Kilometer Luftlinie zwischen dem Brandenburger Tor und dem Konzerthaus. Zugleich kann man diese Aktion der identitären Bewegung auch als eine Reaktion auf Ai Weiweis Installation sehen, denn sie fand nur ein halbes Jahr später statt. Und obwohl diese Aktion der identitären Bewegung vielleicht keine politische Kunst im eigentlichen Sinne ist, so wird doch deutlich, dass die Grenzen zwischen politischer Kunst und politischem Aktivismus heutzutage verschwimmen. In beiden Fällen geht es um die symbolische Besetzung von öffentlichen Bauten, die einen hohen kulturellen Wert haben, und es geht im Prinzip um die Besetzung dieser symbolischen Werte im öffentlichen Raum. Die Gefahr, die mit der politischen Kunst einhergeht, ist eigentlich, dass sie eine bereits bestehende politische Polarisierung in der Gesellschaft auf die symbolische Ebene überträgt und nochmal verstärkt und verschärft. Hier sehen Sie ein Werk von Nicholas Galanin, White Noise American Prayer Rug von 2017. Das ist also ein Teppich, der an der Wand aufgehangen wird, und er zeigt einen alten Kathodenbildschirm. Auf diesem Kathodenbildschirm ist, wie es der Titel sagt, also ein weißes Rauschen eingewebt. Es ist also eine Mattscheibe als Gebetsteppich der Amerikaner. So könnte man das interpretieren. Das weiße Rauschen ist ein Signal ohne Informationswert. Und so könnte man sagen, hier wird in diesem Werk wird die Fernsehreligion der Amerikaner vorgeführt und es wird auch gezeigt, dass sie in einer Weise nicht mehr funktioniert. Ich finde, das ist eigentlich ein sehr, 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 sehr witziges Werk. Es ist doch vielschichtig und ambivalent und es hat keine direkte politische Botschaft. Dann habe ich mir die Flickr-Seite des Künstlers angeschaut, auf dem dann diese Fotografie auch zu finden war, und war überrascht von der Selbstinterpretation, die der Künstler hier vornimmt. Es ist nämlich eine extreme politische Rahmung, also ein politisches Framing des eigenen Werts, der eigenen Arbeit. Galanin schreibt: "The work points to whiteness as a construct used throughout the world to obliterate voices and rights of cultures regardless of complexion. Calling attention to white noise as a source of increasing intolerance and hate in the United States, as politicians, media, and citizens attempt to mask and obliterate the reality of America's genocidal past and racist present." Das ist doch sehr überraschend, dass der Künstler hier eine solche starke politische Engführung des Werkes vornimmt. Es ist eine Interpretation, von der ich meine, dass man nicht von selbst drauf kommen würde, wenn man diesen Text nicht dazu liest. Der Text sagt viel mehr, als an dem Werk zu sehen ist, und es gibt eigentlich keinen visuellen Hinweis darauf, der eine Verbindung zwischen White Noise und weißer Hautfarbe, also Whiteness, herstellt. Schließlich noch ein Beispiel aus dem Jahr 2013. Sie sehen hier den Künstler Jonathan Mese bei einer Performance. Es war eine Mannheimer Theateraufführung, auf der er sowohl den Hitlergruß gezeigt hat, eben als auch das Hakenkreuz.
Aufgrund dieser Performance wurde Anklage gegen ihn erhoben, nämlich nach § 86a des deutschen Strafgesetzbuches, dass die Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen unter Strafe stellt. Die Staatsanwaltschaft hat diese Anklage aber fallen gelassen, und zwar mit der Begründung, dass die Grenzen der Kunstfreiheit bei dieser Performance nicht überschritten seien. Sie sehen also, es gibt sehr unterschiedliche Aspekte, die zu dieser Tendenz der Politisierung der Künste dazugehören. Auf der einen Seite, also links, geht es um die Produktion von Werken, die man als politische Kunst ansehen kann, oder um politische Aktionen, wo die Grenze zwischen politischer Kunst und politischem Aktivismus porös wird. Auf der rechten Seite geht es eher um die Rezeption von Kunst, also einmal wird Kunst eben als sexistische Kunst interpretiert. Und es gibt analoge Beispiele, wo Kunst kritisiert wird, weil sie rassistisch sei oder respektlos mit anderen Kulturen umgehen würde. Dann hatten wir den Fall, dass ein Künstler sein eigenes Werk, was man eigentlich überhaupt nicht als politische Kunst wahrnehmen würde, selbst als politische Kunst framed und eng führt. Und schließlich eben gibt es diese Anklage gegen Jonathan Mese, welche, man könnte auch sagen, Jonathan Mese hat mit dieser Performance die Grenzen der Kunstfreiheit getestet. Also die Kunstfreiheit wird hier nochmal im eigentlichen Sinne thematisiert. Und auch das würde ich als ein Zeichen der Politisierung der Künste ansehen, weil es offensichtlich gar nicht mehr selbstverständlich ist, dass es eine Differenz zwischen Kunst und Politik gibt und zwischen Realität und Fiktionalität. Und man könnte eigentlich sagen, und das ist vielleicht auch die Quintessenz dieser Performance, dass Mese nochmal, dass Jonathan Mese sich die Differenz von Fiktionalität und Realität per Gerichtsbeschluss bescheinigen lässt. Damit bin ich, das waren meine Beispiele, damit Sie einen Eindruck haben, worum es hier eigentlich geht, wenn man von einer Politisierung der Künste spricht. Und jetzt im zweiten Teil möchte ich Ihnen, wie angekündigt, eben ein Theoriemodell vorstellen. Das ist ein theoretisches Intermezzo, was noch gar nichts mit politischer Kunst direkt zu tun hat, aber es dient mir dann dazu, dass ich die politische Kunst im dritten Teil analysieren kann. Ich kann mich da auch etwas kurz fassen, da dieses Theoriemodell der ästhetischen Moderne auch bei Ihnen hier im Slowenischen erschienen ist. Das ist also übersetzt worden vom Institut Novaje Review, und eine erweiterte deutsche Fassung ist auch im Journal Phenomena erschienen. Und wenn Sie sich dafür interessieren, können Sie auch eine englische Übersetzung noch auf meiner Website finden. Die grundlegende Idee dieses Theoriemodells ist, dass man die Geschichte der modernen Kunst, die vor allen Dingen sich im 20. Jahrhundert erstreckt, als eine Ausdifferenzierungsgeschichte rekonstruieren kann und dabei die großen historischen Zäsuren, also die Zäsuren von den schönen Künsten zur klassischen Moderne, von der klassischen Moderne zur Avantgarde, von der Avantgarde zur Postmoderne und zur zeitgenössischen Kunst rekonstruieren kann, und zwar rekonstruieren kann als Zäsuren, die durch eine spezifische Negationslogik entstanden sind. Das Ergebnis dieser Negationslogik und dieser Ausdifferenzierung sind, so das ist die These dieses Modells oder das ist das Resultat dieses Modells, sind Zugewinne an Freiheit. Also die Freiheitsgrade der Kunstkommunikation werden größer, und zwar deshalb, weil das, was Sie hier mit Werk, Medium und Kommunikation sehen, weil es hier zu einer Entkopplung kommt dieser drei Komponenten. Und im Modell ist das daran sichtbar, dass eben am Ende zwischen Werk, Medium und Konzept es einen Spalt gibt, den es vorher nicht gab. Schließlich kann man an diesem Modell auch noch einen Paradigmenwechsel rekonstruieren, der sich im 20. Jahrhundert vollzogen hat. Ein Paradigmenwechsel von einer Materialästhetik zu einer Gehaltsästhetik. Der Ausgangspunkt sind also die Schönkünste im 19. Jahrhundert. Und das ist ein Zustand der Kunst von einer hohen Selbstverständlichkeit. Das heißt, Werke, Medien und
Werke, Medien und Konzepte sind fest aneinander gekoppelt und die Kunst versteht sich automatisch als schöne Kunst. Sie wird ja auch schöne Kunst genannt. Der Schritt in die Moderne passiert, da es im 19. Jahrhundert dann letztendlich auch die Auswirkungen der industriellen Revolution spürbar werden, insofern eben auch eine neue bürgerliche Klasse entsteht mit einem eigenen Kunstinteresse und damit gewinnt das Kunstsystem eine neue Freiheit, eine neue Autonomie. Und diese Autonomie besteht darin, und das gab es vorher nie, dass die Kunst in der Lage ist, ihre eigenen Bedingungen der Möglichkeit zu negieren. Sie kann also ihre eigenen Prämissen außer Kraft setzen, aus eigener Kraft. Das können Künstler selbstständig tun. Sie sind nicht darauf angewiesen, dass sich langsam über Jahrhunderte kleine Verschiebungen in der Kunst ergeben. Sie können das, was man unter Kunst bislang verstanden hat, einfach negieren mit ihren Werken. Das, was jetzt entsteht, ist die sogenannte Kunst der klassischen Moderne. Und diese Kunst der klassischen Moderne orientiert sich nicht mehr am Wert der Schönheit, sondern sie setzt auf andere ästhetische Werte, nämlich auf das ästhetische Ereignis, auf ästhetische Ambivalenz und auf das ästhetische Erhabene. Und auf der Grundlage dieser anderen ästhetischen eigenen Werte entstehen dann die bekannten Ismen, also Kubismus und Expressionismus. Sie folgen einer anderen Ästhetik. Das ist also nochmal das Bild für die klassische Moderne, das Modell für die klassische Moderne. Hier werden die Medien der schönen Kunst negiert, deswegen sind die Medien hier als Leerstelle markiert. Die Überbietungslogik der Moderne ist aber nicht zu Ende, indem man einfach den ästhetischen Wert der Schönheit negiert, sondern die Avantgarde treibt diese Logik noch einen Schritt weiter. Und sie richtet sich gegen die Prämisse, dass Kunst immer ästhetische Kunst ist, dass Kunst immer versucht, sich ästhetisch in Erscheinung zu setzen. Und mit den Readymades von Duchamp passiert eben etwas, dass die Kunst den Anspruch, ästhetisch zu sein, negiert. Das heißt, es entsteht Kunst, die keine ästhetische Kunst mehr sein möchte, die einfach nur Gebrauchsgegenstände zum Beispiel ins Museum setzt. Gleichzeitig entstehen auch solche Nullpunktwerke wie 433 von John Cage oder ein Sinnbild dieser totalen Negation ist eben auch die ausradierte Zeichnung von de Kooning. So, das sind die Operation, die hier durchgeführt ist, ist, dass man eigentlich nochmal die Werkkategorie negiert. Deswegen ist die Quintessenz dieser Avantgarde-Kunst eigentlich die Konzeptkunst, der Konzeptionalismus. Und im Konzeptionalismus reduziert sich die Kunst auf ein einziges Konzept. Sie folgt einem Isomorphismus, das heißt, eine bestimmte Idee wird dargestellt und repräsentiert. Das ist die Quintessenz der Avantgarde. Ein Beispiel wäre eben zum Beispiel Joseph Kosciuszko's One and Three Chairs. Die eigentliche Idee für dieses Modell entsteht eigentlich mit der Postmoderne. Denn die Überbietungslogik hört mit der Avantgarde nicht einfach auf, selbst wo sie auf Nullpunktwerke kommt, sondern diese Logik der Negation kann fortgeführt werden und wird von der Postmoderne fortgeführt, aber sie wird gewissermaßen, die Negation richtet sich jetzt bereits auf vollzogene Negation. Also es geht um doppelte Negation. Die Postmoderne negiert die von der Avantgarde negierte Medium der Kunst. Also sie negiert das Tabu über Schönheit. Plötzlich kann man wieder figurative Malerei ausstellen, plötzlich kann man wieder tonal komponieren, plötzlich kann man wieder in gebundenen Versen dichten. Das ist eigentlich das wesentliche Merkmal der postmodernen Kunst, eine Wiedereinschließung der einst tabuisierten Medien der Kunst. Das passiert aber nicht einfach als Neoklassizismus oder als Regress, sondern die Postmoderne arbeitet immer mit einem Trick. Und der Trick besteht darin, dass sie die Kunstgeschichte zitiert und diese Zitate auch als solche deutlich macht. Sie arbeitet eben immer mit einer ironischen Brechung. Und diese Brechung und dieser Zitatcharakter
ist eben eine Entkopplung jetzt auch zwischen den Konzepten und den Medien. Also man muss genau hinschauen, wie die Medien verwendet werden. Und das ist eben ein neuer Freiheitsgrad. Also das muss von den Künstlern selbst festgelegt werden. Und das erscheint hier im Modell eben als eine Lücke zwischen und ein Spalt zwischen Konzept und Medium. Die postmoderne Kunst kreiert natürlich auch Werke. Aber das sind ganz spezifische Werke. Es sind nämlich, wie Umberto Eco das so schön ausgedrückt hat, offene Kunstwerke. Und den offenen Kunstwerken fehlt eine ganz entscheidende Charakteristik von Werken, nämlich, dass sie Sinnzusammenhänge kreieren. Die offenen Kunstwerke legen es darauf an, Sinnzusammenhänge zu dekonstruieren. Sie spielen mit der Kunstgeschichte und sie legen es darauf an, eigentlich jeden Sinnzusammenhang, der möglich ist, zu dekonstruieren. Und deswegen fällt im Eigentlichen sozusagen die Wertkategorie in der Postmoderne eigentlich noch aus. Sie ist noch nicht wiederentdeckt worden. Das passiert erst in der zeitgenössischen Kunst. Es kommt also auch hier zu einer Negation der einmal von der Avantgarde negierten Wertkategorie. Das heißt, die Wertkategorie wird enttabuisiert. Und das heißt in erster Linie, dass jetzt Kunstwerke entstehen, die eben wieder Sinnzusammenhänge kreieren. Gut, diese Werke sind keine offenen Werke, sondern sie schließen sich eben zu solchen Formenkombinationen zusammen und kreieren diese Sinnzusammenhänge. Die Verfassung dieser Kunst, wie Sie hier am Modell sehen, ist keine postmoderne Kunst mehr, schon alleine wegen diesem Werkcharakter, sondern ich nenne die hier im Anschluss an den Soziologen Ulrich Beck reflexiv moderne Kunst, weil sie im Prinzip alle Prämissen, die die Kunst hat und mit denen sie arbeitet, reflektieren muss. Sie muss sie also reflektiert einsetzen. Zum Zweiten gibt es einen Paradigmenwechsel. Und dieser Paradigmenwechsel, der findet eigentlich schon in der Avantgarde oder mit der Avantgarde statt. Man kann sich diese Nullpunktwerke der Avantgarde also auch einen Kipppunkt vorstellen von der Materialästhetik zur Gehaltsästhetik. Die moderne Kunst orientiert sich nicht mehr an Schönheit, sondern sie orientiert sich an Neuheit. Neuheit ist der entscheidende Wert der modernen Kunst. Und der Wert der Neuheit, der lässt sich aber verschieden einlösen, dieser Anspruch, etwas Neues zu machen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist das vor allen Dingen eben über Materialfortschritte geschehen. Deswegen ist es das Paradigma der Materialästhetik. Das heißt, es wurden neue Formsprachen entdeckt, es wurden neue ästhetische Werte erschlossen, es kam zu Grenzüberschreitung und es wurde nicht künstlerisches Material angeeignet und in die Kunst inkludiert. Dieses Paradigma der Materialästhetik hat sich eigentlich in der Mitte der Avantgarde erschöpft. Mit diesen Nullpunktwerten kam dieser Materialfortschritt zu Ende. Und was sich dann vollzieht, ist eben ein Paradigmenwechsel, wo mehr und mehr der Neuheitsanspruch nicht über Materialaspekte, sondern über Gehaltsaspekte eingelöst wird. Also über Themen oder über die Art und Weise, wie sie Themen zum Ausdruck gebracht werden und artikuliert werden. Das ist dann etwas, was ich Gehaltsästhetik nenne. Ästhetische Gehalte sind nicht einfach da, sondern sie erschließen sich einfach nur in der Interpretation. Damit komme ich jetzt zum eigentlichen Teil des Vortrages, nämlich zu einer Kritik der politischen Kunst. Und ich werde eben dieses Theoriemodell verwenden, um einige Aspekte der politischen Kunst besser theoretisch fassen zu können und erläutern zu können. Die politische Kunst selbst entfaltet sich natürlich auch unter dem Aspekt oder unter dem Paradigma der Gehaltsästhetik. Da geht es natürlich auch um Gehalte, aber es sind eben politische Gehalte und die politischen Gehalte haben die Eigenschaft, dass sie eben sehr bestimmt sind, wenn sie wollen eine bestimmte Position und Haltung zum Ausdruck bringen. Der zweite Aspekt ist, wenn man jetzt über politische Kunst sprechen möchte, wenn man sie analysieren müsste, muss man sie von etwas unterscheiden, was keine politische Kunst ist. Man muss also eine Differenz einführen. Und damit man
nur aus der Differenz zu etwas anderem kann man politische Kunst als solche auch begreifen, verstehen und definieren. Und ich werde jetzt drei Analyseebenen einführen, wo ich schrittweise versuche, diese Differenz zwischen der reflexiven Kunst, das ist also die Kunstform, in der sich die zeitgenössische Kunst eigentlich entfaltet hat, das ist die Kunstform mit diesem größten Grad von Autonomie und Freiheit, mit dem man dann auch umgehen muss, im Vergleich zu einer politischen Kunst. Zunächst einmal werde ich eine psychologische Ebene einführen, dann eine genuin politische und schließlich eine kunstspezifische. Zunächst zur psychologischen Dimension. Es gibt in der Psychologie ein sogenanntes Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit. Man kann Menschen sehr gut charakterisieren über ihre Persönlichkeitsmerkmale. Diese Persönlichkeitsmerkmale sind recht stabil und da gibt es vor allen Dingen fünf. Und das sind Gewissenhaftigkeit, Neurotizität, Extrovertiertheit, Verträglichkeit und Offenheit. Und in unserem Diskurs hier ist vor allen Dingen der letzte Aspekt, das letzte Merkmal interessant, nämlich Offenheit. Das ist nämlich eine ganz spezifische Offenheit für neue Erfahrungen, Offenheit für Erfahrung. Und da man diese Persönlichkeitsmerkmale mit Hilfe von Fragebögen ermittelt, hunderte von Fragen finden Sie da, ist auffällig, dass die Fragen zur Offenheit sehr oft auch Fragen sind, wie interessant und wie interessiert Menschen zur Kunst sind. Und Menschen mit einer großen Offenheit haben ein sehr hohes Kunstinteresse. Auf der anderen Seite, gibt es eben Menschen mit sehr geringer Offenheit, also mit sehr geringer Offenheit für neue Erfahrungen. Und diese Menschen werden von den Psychologen als konservativ und als vorsichtig beschrieben, während hingegen Menschen mit enorm hohem Grad an Offenheit als erfinderisch und neugierig charakterisiert werden. Und Sie sehen bereits, dass es hier auch eine politische Dimension mit ins Spiel kommt. Also wenn Menschen mit geringer Offenheit als konservativ beschrieben werden, dann ist das natürlich auch, ist damit auch eine politische Haltung erfasst. Und tatsächlich gibt es auch Untersuchungen, die zeigen, dass politisch konservative Wähler einen geringen Grad an Offenheit besitzen für neue Erfahrungen und dass sie vormoderne Kunstformen präferieren. Also die vormodernen Kunstformen der Schönkünste insbesondere. Also sie lieben klassische Musik, lesen Romane von Thomas Mann und leben ästhetisch mehr oder weniger noch im 19. Jahrhundert. Das ist das klassische Bildungsbürgertum. Diese vormoderne Kunstform, diese erfasst aber auch noch ganz andere Kunst, nämlich zum Beispiel den sozialistischen Realismus oder eben nationalistische Staatskunst. Auch hier ist es so, dass die Kunstform der schönen Künste eigentlich diese Kunstform ist, mit der sich am besten Weltbilder kommunizieren lassen und auch affirmieren lassen. Deswegen gibt es hierfür diese Präferenz. Die politische Kunst ist heute vor allen Dingen linke Kunst, sie steht politisch links und sie nimmt sehr in den meisten Fällen die Form der Konzeptkunst ein, was Sie hieran sehen. Also das ist eine progressive Einstellung und die Konzeptkunst hat mehrere Vorzüge, sie bringt mehrere Vorzüge mit sich für die politische Kunst. Und zunächst einmal verbinden lassen sich mit der Konzeptkunst ästhetische Avanciertheit und politische Avanciertheit verbinden. Man sieht es den konzeptionellen Werken eben unmittelbar an, dass sie dem Geiste der Avantgarde entspringen. Sie sind avanciert und sie haben gewissermaßen so eine Aura der Avantgarde, bringen sie mit. Und deswegen, glaube ich, verbindet sich die linke politische Kunst eben sehr oft eben mit Konzeptkunst. Der zweite Vorzug von Konzeptkunst ist, dass sie eine Idee kurz und prägnant vermitteln kann, weil sie auf einem Isomorphismus
Prinzip beruht, also auf einer eindeutigen Abbildrelation zwischen einer Idee und einem Werk, also zwischen einem Konzept und einem Perzept, einer sinnlichen Darstellung einer Idee. Und das zeige ich Ihnen hier nochmal, das sieht man auch sehr schön nochmal an dieser Arbeit von Ai Weiwei. Also das Konzept ist sichere Passagen für Flüchtlinge, und dann sehen Sie den roten Teppich, der durch die Säulen mit den Schwimmwesten hindurchgeht, als sichere Passage für das Konzertpublikum. Das ist also genau das Isomorphismusprinzip. Bemerkenswert ist aber, dass auch Protestaktionen, zum Beispiel von Greenpeace, das Format der Konzeptkunst annehmen und Avantgarde-Strategien benutzen. Und Sie haben das eben auch gesehen bei der identitären Bewegung. Das sind eben eigentlich auch Avantgarde-Strategien und Proteststrategien. Man muss aber dazu sagen, dass die Konzeptkunst nicht automatisch politische Kunst ist. Und bestes Beispiel dafür ist selbst Ai Weiwei, seine Arbeit Dropping a Hen, Dynasty Urn, das Sie vielleicht kennen, ist keine direkte politische Kunst, und das ist ein sehr, sehr vielschichtiges und intelligentes Werk, also ohne eine ganz klare politische Botschaft. Sowohl konservative als auch progressive politische Einstellung eines eint, nämlich einen geringen Grad an Offenheit gegenüber neuen Erfahrungen. Das ist ganz offensichtlich bei einer konservativen politischen Einstellung, weil es Konservativen ja darum geht, eine Ordnung zu bewahren und die Tradition zu erhalten. Bei einer progressiven Einstellung ist das etwas schwieriger zu erklären, denn wer progressiv eingestellt ist, möchte die bestehende Ordnung ändern. Aber er möchte sie in Bezug auf eine andere Ordnung ändern, und diese andere Ordnung ist bestimmt. Also es geht dann um Umweltschutz, um Antidiskriminierung oder um offene Grenzen und gegen den Nationalstaat. Es ist also auch ein sehr bestimmtes Weltbild, und das führt dazu, dass man durchaus ein Weltbild der Offenheit besitzen kann, also sich für Multikulturalität und Offenheit einsetzt, aber selbst von der persönlichen Verfassung eben nicht offen ist vor andere Erfahrungen, vor neue Erfahrungen, was ja die politische Einstellung dann eben auch in Zweifel ziehen könnte. Normalerweise geht eine konservative politische Haltung eben auch mit einem konservativen Kunstgeschmack einher, aber das heißt mit einer Vorliebe für vormoderne Kunst. Aber ich vermute, dass das sich gerade ändert. Und das hängt, ein Anzeichen dafür ist eigentlich schon diese Aktion der rechten identitären Bewegung. Es gibt auch andere solche Aktionen, und es gibt auch Äußerungen, dass die identitäre Bewegung tatsächlich versucht, Avantgarde-Strategien zu übernehmen. Es ist aber auch so, dass die Konzeptkunst zu einem Allgemeingut wird. Also sie wird in Schulen vermittelt, im Schulunterricht. Man findet sie in den Museen, sie ist in den Museen und in den Biennalen und auf der Documenta allgegenwärtig. Und sie wird vor allen Dingen auch von der Werbung benutzt und adaptiert. Also die Werbung arbeitet mit konzeptionellen Strategien letztendlich. Sodass ich vermute, dass diese enge Verknüpfung zwischen Konzeptkunst und einer linken politischen Haltung sich langsam auflöst. Und ein Anzeichen dafür oder ein Indiz dafür, dass das überhaupt möglich ist, war ja der italienische Futurismus, der bereits mit dem Faschismus sympathisiert hat. Die politische Haltung, die am ehesten eine Affinität zur reflexiven Kunst besitzt, würde ich als liberal bezeichnen. Der klassische Liberalismus erwartet von der Kunst keine politische Haltung. Der klassische Liberalismus spricht nämlich dem Individuum an und für sich einen besonderen Wert zu. Der Liberalismus setzt auf die Freiheit des Individuums und erwartet insofern auch die gesellschaftliche Wirkung von der Kunst in einer Weise, dass diese Wirkung durch das Individuum hindurchgeht, dass sie also durch das Subjekt hindurchgeht. Und
der Liberalismus spricht den Subjekten das Vermögen zu, aus ihrer eigenen Freiheit diese Werke sich zu erschließen und produktiv zu interpretieren. Gut, und wenn ich jetzt hier von Liberalismus spreche, ist das ein Stück weit problematisch, weil der Liberalismus, der politische Liberalismus, sich selbst in einer Krise befindet, was vor allem eben damit zu tun hat, dass er in den letzten Jahrzehnten sehr stark eben mit dem ökonomischen Neoliberalismus verknüpft war. Aber ich könnte mir, also das heißt, auch die Idee des politischen Liberalismus muss neu erfunden werden oder neu formuliert werden oder neu gedacht werden. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Freiheit der Kunst, wie sie sich in dieser hochgradig reflexiven Kunst artikuliert, dass das durchaus ein gewisses Anregungspotenzial auch für den politischen Liberalismus besitzt. Politische Kunst gehört natürlich zur Kunst hinzu. Sie ist, das ist eine Option in einem autonomen Kunstsystem und in einer Gesellschaft, die auf die Kunstfreiheit setzt und die Kunstfreiheit verbirgt. Meine Frage ist jetzt also nicht, ob politische Kunst Kunst ist. Das ist nicht die Frage, sondern die Frage ist, wieso ist die politische Kunst in der letzten Zeit plötzlich so dominant geworden? Normalerweise, also in den letzten Jahrzehnten, also zu Zeiten der Postmoderne, war politische Kunst eigentlich marginal und sie galt sogar als uncool. Die Postmoderne war genuin eine apolitische Kunstform. Sie war hochgradig politisch inkorrekt. Sie hat sich nämlich auf die Fahnen geschrieben, alle Überzeugungssysteme, ganz gleich, ob sie nur links oder rechts sind, zu dekonstruieren. Die Gründe für die Politisierung der Kunst sehe ich eigentlich in der digitalen Revolution und in dem Entstehen neuer Medien wie Facebook und Twitter und Websites und Blogs. Es entstehen nämlich damit neue Diskursräume. Und das sind Diskursräume, über die politische Aktivisten in die Kunstszene hineinkommunizieren können, über die sie die Kunstszene beobachten können und in Frage stellen können. Und entscheidend ist, dass jetzt mit den neuen Medien eine Art Schnittstelle entsteht für politische Diskurse und ästhetische Diskurse, die es vorher nicht gab. Und deswegen kommt es jetzt zu Konflikten, die wir vorher nicht hatten. Wie erklärt man sich aber jetzt diese Polarisierung, die auftritt? Und das beste Erklärungsmodell, das ich kenne, stammt von Cass Sunstein. Cass Sunstein hat nämlich einen Text geschrieben, in dem er ein Gesetz der Gruppenpolarisierung beschreibt. Und die Idee ist folgende: Wenn eine Gruppe anfängt, ein bestimmtes Thema zu diskutieren und wenn dieses Thema ein positiver Wert in dieser Gruppe ist, also wenn man eine positive Einstellung zum Beispiel zum Feminismus hat, dann entsteht eine Situation, dass anfangs eine moderate Meinung sich immer mehr zu extrem bewegt. Das ist also eine Art von Selbstpolarisierung. Die moralischen Eigenwerte des Diskurses, ja, wenn ein bestimmter Wert geteilt wird, die setzen sich durch. Ein Beispiel wäre die Diskussion um dieses Gomringer-Gedicht. Also, man kann davon ausgehen, dass heute die meisten Menschen für die Gleichberechtigung von Mann und Frau sind. Also das ist eigentlich ein Wert, den alle akzeptieren. Jetzt gibt es die Frage, ist dieses Gedicht frauenfeindlich oder nicht? Die Gruppe beginnt zu diskutieren. Sie hat einen Wertekonsens und durch die Diskussion kommt man zu einer Position, dass dieser Wert immer mehr sich gewissermaßen, dass der immer eine radikalere Gestalt annimmt. Und am Ende es eben dazu geführt hat, dass so ein Gedicht eben übermalt wird oder von der Fassade entfernt wird. Und dass es zu solchen Gruppenpolarisierungen kommt, das ist erstmal ein empirisches Faktum. Das sind empirische Untersuchungen, die
die Cassandra Sandstein hier vorstellt. Und es gibt dann auch eine Reihe von theoretischen Erklärungsmodellen, warum es zu dieser Gruppenpolarisierung kommt, aber das würde jetzt zu weit führen. Wichtig ist, dass es diese Dynamik gibt. Und damit kann man aber auch ganz gut erklären, wie diese Polarisierung der Kunst heute zustande kommt. Sie beruht auf zwei Faktoren, nämlich zum einen, dass es neue Medien gibt und diese neuen Medien neue homogene Diskursräume mit geteilten Werten entstehen lassen und gleichzeitig es eben diese Dynamik der Gruppenpolarisierung dort ansetzen kann. Und das Resultat ist eben, dass damit ein Prozess in Gang gesetzt wird, in dem selbst die Kunstfreiheit, die eigentlich verfassungsmäßig verbürgt ist, in Frage gestellt wird oder nicht mehr geachtet wird und beachtet wird und dass es zu einem gewissen Verlust der Kunstautonomie kam, zumindest im Vergleich zu dem, was selbstverständlich war in den letzten Jahrzehnten, zu Zeiten der Postmoderne. Die Frage, die sich jetzt anschließt, ist, wieso verteidigen eigentlich die Kunstinstitutionen nicht die Kunstfreiheit, die Autonomie der Kunst? Letztendlich stehen ja zwei Wertesysteme im Konflikt, also kunstimmanente Werte und politische Werte. Das Neue ist ja erstmal nur, dass es jetzt diesen geteilten Diskursraum gibt, den es vorher nicht gab. Also wieso wird eigentlich nicht die Freiheit der Kunst aktiv vertreten? Wieso wehrt man sich eigentlich nicht zum Beispiel gegen eine Übermalung des Gedichts? Und hier glaube ich, gibt es ein Legitimationsdefizit auf Seiten der Kunst. Meine These wäre, dass die Freiheit der Kunst noch in einem alten Paradigma verhaftet ist, nämlich im Paradigma der Avantgarde, wo die Freiheit der Kunst über Materialfortschritte, über Entgrenzungen definiert wäre. Also die Grenzüberschreitung wurde von der Avantgarde als ein Akt der Freiheit gedacht. Wenn der Materialfortschritt jetzt zu Ende gekommen ist, wenn es keine Grenzüberschreitungen mehr gibt, hat man keinen positiven Begriff mehr von Kunstfreiheit. Dann ist eben die Postmoderne entstanden und sie spielt mit der Kunstgeschichte. Sie hat eigentlich parasitär von dieser Freiheit der Kunst gelebt und ganz gut existiert. Aber jetzt in einer Situation, wo es eben diese Herausforderung gibt durch politische Kunst, hat man keinen positiven Begriff, den man jetzt in die Diskussion einbringen kann. Und das ist eigentlich eine philosophische Herausforderung. Kann man die Freiheit der Kunst anders denken als Grenzüberschreitung im Sinne von Materialfortschritt? Ist das möglich? Und die Option, die ich Ihnen anbieten möchte und die mir am plausibelsten erscheint, ist, dass man eben die Freiheit der Kunst eben nicht mehr kunstimmanent bestimmen kann, sondern man muss sie im Verhältnis zur Gesellschaft, zur Welt beschreiben, also über die neuen Gehalte, zumal man sich ja jetzt in einem gehaltsästhetischen Paradigma befindet. Hier gibt es die Möglichkeit, dass die Kunst eben neue Erfahrungsmuster generiert, neue Selbstbeschreibungen anbietet und insofern ist die Freiheit der Kunst hier eine Freiheit für die Gesellschaft, sie schafft neue Freiräume. Und das möchte ich Ihnen jetzt noch kurz erläutern. Es ist ein Vermögen, was diese reflexive Kunst besitzt. Und diese neue Freiheit der Kunst erfüllt eben auch eine vorpolitische und keine politische Funktion in der Gesellschaft. Deswegen noch ein paar Worte zum Verhältnis von Kunst und Politik. Die Politik schafft extreme Komplexitätsreduktion von der Welt, extrem reduzierte Bilder, Weltbilder. Und sie muss solche Reduktionen vornehmen, das ist ihre Aufgabe, denn sie muss Alternativen konstruieren für Wähler, dass sie sich eben
Sie muss Alternativen konstruieren, dass man sich entweder für die eine oder für die andere politische Option entscheiden kann. Und sie braucht hierfür ein geteiltes Weltbild. Also sie braucht einen gewissen Grundkonsens. Sie muss davon ausgehen können, dass jeder in der gleichen, mehr oder weniger in der gleichen Wirklichkeit lebt. Und da, normalerweise sind die Voraussetzungen eben für Politik auch gegeben, aber in Umbruchzeiten geht diese Selbstverständlichkeit verloren. Und ich denke, wir leben heute eben genau in so einer Weltanschauungskrise, wo die Politik nicht mehr richtig weiß, wie sie ihre Alternativen konstruieren soll, damit sie Mehrheiten generieren kann für bestimmte politische Situationen. Und hier, glaube ich, hat die Kunst eben auch eine genuine Funktion. Diese Funktion hat nicht die Kunst allein, sondern eben auch Philosophie, Wissenschaft und Journalismus. Aber der Kunst kommt es eben in einer ganz spezifischen Weise zu, die Welt in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit darzustellen. Also jenseits von dem bereits existierenden Links- und Rechtsschema und mit ihren Werken neue Selbstbeschreibungen zu generieren, die eben konträr zu bereits existierenden linken und rechten politischen Positionen sind. Und damit wirkt die Kunst nicht etwa Polarisierung, sondern sie entpolarisiert, indem sie diese gemeinsame Grundlage, auf der Politik erst möglich ist, schafft. Und insofern könnte man auch sagen, dass eine reflexive Kunst hält liberale Demokratien reformfähig. So viel zum theoretischen Teil, also so viel zur Theorie der politischen Kunst. Und ich möchte Ihnen diese Theorie auch noch ein Stück weit veranschaulichen, indem ich Ihnen am Hand von Ruben Östlunds Film The Square erläutere, an welchen Punkten die Kunst heute arbeitet, wo sie ansitzt, wo sie unsere Weltbildgrammatik umschreibt. Und für mich ist das ein sehr gutes Beispiel, wo ihr das auch gelingt. Der Gehalt des Films, und das ist jetzt eine Interpretation, denn reflexive Kunst hat keine einfachen Botschaften, sondern man muss diese Kunst interpretieren, man muss die eigenen subjektiven Freiheiten nutzen. Der Gehalt des Films handelt von unseren Vorstellungen und von unseren Vorstellungen von Grenzen und von Grenzüberschreitungen. Und die Vorstellung von Grenze und Grenzüberschreitung, die tangiert unsere Weltbildgrammatik. Also sie bestimmt, wie wir überhaupt uns, wie wir Welt wahrnehmen, wie wir Wirklichkeit konstruieren, und sie setzt insofern sehr tief an. Sie sehen hier Christian, das ist der Mann mit Brille. Christian ist ein Kurator in einem Stockholmer Museum für zeitgenössische Kunst. Er wird in dieser Szene ausgeraubt, ihm wird das Handy und eine Brieftasche gestohlen, und er beobachtet dann zusammen mit seinem Assistenten, wo sich sein iPhone befindet, nämlich an einem Wohnblock. Aber das ist ein Wohnblock mit 100 verschiedenen Wohnungen, sodass man nicht genau sagen kann, wer dieses Handy jetzt, dieses Mobiltelefon besitzt. Der Assistent ist ganz offensichtlich ein Migrant. Er macht den Vorschlag, dass man doch jetzt Drohbriefe einfach schreibt und sie in diese Briefkasten des Hochhauses verteilt. Und tatsächlich machen sie das zusammen, und dabei begeht Christian eine Grenzüberschreitung. Eine Grenzüberschreitung insofern, als dass er die Spielregeln der schwedischen Gesellschaft verlässt, wo man sich eigentlich an die Polizei wendet, und er folgt hier der Logik einer anderen Kultur, die davon ausgeht, dass man sich auf die Polizei nicht verlassen kann. Christian erhält tatsächlich sein Handy zurück und auch seine Brieftasche. Er bekommt aber noch einen zweiten Brief, und zwar von diesem kleinen Jungen. Der hält jetzt Christians Drohbrief in der Hand, und der kleine Junge fordert von Christian eine Entschuldigung, weil er ihn als Dieb bezeichnet hätte und seine Eltern diesen Brief gelesen hätte, dass er ein Dieb sei. Und Christian bringt diese Entschuldigung nicht übers Herz,
Und das ist aber, und zwar deswegen, weil er einfach eine kulturelle Grenze nicht überschreiten kann. Er versteht nämlich nicht, dass, es handelt sich ja eben auch um einen Einwanderer, ein Einwandererkind, das merkt man daran an der Sprache. Er sagt zum Beispiel, ich mach Chaos in dein Leben oder sowas. Ja? Und die Grenze, die er nicht überschreiten kann und die er überhaupt nicht versteht, ist, dass für diesen Jungen es so etwas wie wie Ehre gibt. Ehre auch vor seinen Eltern. Und deswegen kann er nicht richtig adäquat darauf reagieren. Und weil er diese kulturelle Grenze nicht überschreiten kann, wird es im Laufe des Films dann eben auch zu einer Katastrophe führen. Das ist ein Puzzlestein unter vielen. Und er wird seinen Job verlieren. In dieser Szene sehen Sie Christian im Gespräch mit einer amerikanischen Journalistin. Er hat sie auf einer Party getroffen. Sie hat ihn im Prinzip verführt und mit nach Hause genommen. Und sie spricht jetzt hier mit ihm am nächsten Tag. Und sie erwartet von ihm eine Verbindlichkeit, die er ihr überhaupt nicht zusichern möchte und geben möchte, weil er es eben für einen One-Night-Stand gehalten hat. Und in dem Moment kippt die Situation und sie wirft ihm vor, dass er seine Macht als Museumskurator eben ausgenutzt hätte, um sie zu verführen, was natürlich eine Lüge ist. Aber hier sieht man eben, auch hier werden Grenzen überschritten, nämlich die Grenzen der Intimität. Und das ist, und hierzu gehört es, ein gegenseitiges Einverständnis. Und wenn dieses Einverständnis nachträglich zurückgenommen wird oder angezweifelt wird, dann wird diese Grenzüberschreitung zu einem kriminellen Akt. Der wirklich geniale Einfall dieses Films ist, dass Östlund eben nicht nur die Grenzüberschreitungen zwischen Kulturen und im Leben diskutiert, sondern sie mit der Idee der Grenzüberschreitung in der Kunst koppelt. Und das bietet sich natürlich an. Er verkörpert als Kurator eben Grenzüberschreitungen sowohl in der Kunst, in den Kunstszenen, als auch im eigenen Leben. Und er ist der Experte für Grenzüberschreitung, mit anderen Worten. Sie sehen hier eine Reinigungskraft. Sie säubert mit ihrer Maschine zwischen die Zwischenräume zwischen Erdhaufen und das zerstört dabei ein Kunstwerk. Also die Maschine überfährt hier die Grenze zwischen Kunst und Nicht-Kunst, weil die Reinigungskraft diese Grenze schlicht und einfach nicht mehr erkennen kann. Aber auch Christian hält die Grenze zwischen Kunst und Nicht-Kunst nicht mehr für so relevant, weil er nämlich diesen Fall nicht der Versicherung meldet, sondern mit Hilfe von Fotografien den Dreck dann einfach wieder auf die Haufen zurücklegt. Hier sehen Sie den Künstler dieser Erdhaufeninstallation zusammen mit einer Kuratorin in einem Podiumsgespräch. Und während dieser Diskussion werden sie durch Zwischenrufe gestört, durch sexistische Zwischenrufe. Und es stellt sich dann heraus, dass sie von einem Mann mit Tourette-Syndrom kommen. Und alle zeigen Verständnis und fordern Verständnis. Also man folgt dem Code der Inklusion. Es ist also eine gesellschaftlich gewollte Grenzüberschreitung, dass eben auch psychisch Kranke mit am öffentlichen Leben teilnehmen können. Aber das hat eben groteske Folgen, weil die Aufhebung dieser einen Grenze eben zu einer Grenzüberschreitung im anderen Sinne kommt, nämlich zu offenem Sexismus, den man ja auch nicht möchte. Und schließlich sprengen diese Zwischenrufe die ganze Diskussion. Der dramatische Höhepunkt dieses Filmes ist eine Performance vor der High Society in Stockholm und vor Sponsoren. Ein osteuropäischer Künstler spielt einen Gorilla und er verjagt durch Schreien und durch Einschüchterungen mehrere Besucher von dieser Party und insbesondere eben auch den Künstler von der Erdhaufeninstallation. Und der Witz an dieser
in diesem geradezu symbolischen Akt ist, dass er der avanciertere Künstler ist. Er ist das Alpha-Mail der Kunst und er ist derjenige, der die Grenzüberschreitung, also diese Idee von Avantgarde, alle Grenzen von Kunst und Leben zu überschreiten, wirklich ernst nimmt. Und zwar so ernst, dass er die Frau jetzt an den Haaren packt und eine Vergewaltigung simuliert und zwar nicht aufhört, bis das Publikum einschreitet. Also das ist ein Beispiel, wo tatsächlich die Grenzen der Kunst überschritten waren, aber dabei sichtbar wird, dass es die Grenzen der Kunst eigentlich gibt. Christian sehen Sie hier in einer Besprechung mit einem älteren Vater, der seinen Säugling immer mit zur Dienstbesprechung bringt. Auch dies ist eine gesellschaftlich gewollte Grenzüberschreitung, nämlich dass die Differenz von Beruf und Familie durchlässig wird und aufgehoben wird. Im entscheidenden Moment ist dieser Museumsmitarbeiter aber so mit seinem Säugling beschäftigt, dass es zu einer Katastrophe kommt. Er muss nämlich ein Werbevideo betreuen und das Werbevideo für das nächste große Kunstwerk, The Square, und er wird dabei seiner Verantwortung ganz offensichtlich nicht gerecht und das führt eben, hat ganz fatale Folgen. Sie sehen hier diesen Square und zwar im Werbevideo. The Square ist eine Installation vor dem Museum, es ist ein Quadrat, das vor dem Museumsplatz eingelassen ist und auf dieser Bronzeplakette steht, The Square ist eine Zufluchtsstätte, in der Vertrauen und Achtsamkeit herrschen. Hier haben alle die gleichen Rechte und Pflichten. Das heißt, es ist ein Ort, ein spezifischer, utopischer Ort der absoluten Hilfe. Wer die Grenzen des Square überschreitet, den muss absolut geholfen werden. Es gibt dazu nun ein Werbevideo von zwei jungen Werbern, wurde das produziert. Die setzen jetzt ein kleines, blondes Mädchen mit einer Katze in diesen Square und sprengen es in einem terroristischen Akt in die Luft. Das Video wird ein viraler Hit und löst gleichzeitig eben auch einen Shitstorm aus, der schließlich Christian den Job kostet. Auch hier beschreiten zwei Werber die Grenzen, und zwar die Grenze zwischen Werbung und Kunst, denn sie verstehen sich offensichtlich nicht mehr als Dienstleister, sondern als Medienkünstler. Eine der letzten Episoden handelt von einer Cheerleader-Performance. Christian ist bereits arbeitslos und fährt mit seinen zwei Töchtern zu dieser Veranstaltung, wobei die älteste Tochter eben hier mitmacht. Das ist also dieser typisch amerikanische Mädchensport, findet ebenfalls in einem Square statt. Das ist nun kein Safe Space, sondern, und das ist auch keine soziale Utopie, sondern es ist eher so das Spielfeld für Teamwork und Höchstleistung, also die Alternative zur Grenzüberschreitung. Und hier gibt es keine Grenzüberschreitung und letztendlich hinterlässt diese Szene doch ein sehr deprimierendes Gefühl. So, Sie sehen hier nochmal die Szene, die ich jetzt besprochen hatte. Der Film thematisiert also Grenzüberschreitungen in allen Lebensbereichen, Grenzüberschreitungen in der Kunst, im Verhältnis zu Migranten, zu anderen Kulturen, Grenzüberschreitungen, Intimbeziehungen. Er beschreibt Grenzen in Bezug auf Ausgeschlossene, auf Bettler, Obdachlose und Hilfsbedürftige. Es geht um die Aufhebung der Grenze zwischen Privat- und Berufsleben und um die Inklusion von psychisch Kranken ins öffentliche Leben. Und dabei stößt man eigentlich immer wieder auch auf eine Grundüberzeugung, die ihren Ursprung in den Kunstszenen hat. Nämlich, dass die Grenzüberschreitung im Geiste der Avantgarde als etwas absolut Positives immer gedacht wurde und die Grenze selbst an und für sich als etwas Negatives, das es zu überwinden gibt. Und von diesem Geist ist auch Christian und von diesem Geist sind auch die Künstler, die da zu Wort kommen, und die Museumsmitarbeiter inspiriert.
Der Film zeigt aber nun, dass eigentlich Grenzüberschreitungen weder positiv noch negativ sind, sondern sie sind hochgradig ambivalent und auch feste Grenzen sind nicht einfach etwas Negatives. Der Film ist also, und das ist eigentlich sein Gehalt, der Film ist eigentlich ein Film über die Grenzen von Grenzüberschreitungen und über die Ambivalenzen von Grenzüberschreitungen. Und er zeigt letztendlich den Zusammenbruch einer Weltbildgrammatik, die sich an dieser Avantgarde-Rhetorik orientiert. Aber er zeigt eben auch, dass westliche Gesellschaften von ihren gewollten, aber auch von ihren ungewollten Grenzüberschreitungen, die eben auch mit zum Weltbild der westlichen Demokratien gehören, zum Teil eben stark überfordert sind. Der Grenzbegriff wird in diesem Film letztendlich entpolitisiert. Er lässt sich eben nicht mehr einfach links oder rechts verorten und damit delegitimiert er aber auch linke und rechte Diskurse, die eben einen politischen Code folgen, nämlich einer Rechts-Links-Unterscheidung, in der der Grenzbegriff eine wichtige Rolle spielt, und der Film lässt eigentlich diese Diskurse am Grenzbegriff kollabieren, an diesem Punkt der Grenzen, wo dieser Grenzbegriff eine wichtige Rolle spielt, kollabieren. Damit bin ich auch am Ende meines Vortrages. Der Vortrag war jetzt in einem ersten Schritt eine Kritik der politischen Kunst und er reagiert vor allem auf eine neue Situation, eine Situation, die es vor wenigen Jahren so noch nicht gab. Und eine Kritik heißt zunächst einmal, dass man das Phänomen beschreibt und dass man es auch differenzieren kann, und man braucht eben, um ein Begriff überhaupt bilden zu können, immer auch einen Gegenbegriff. Und der Gegenbegriff, den ich hier Ihnen vorschlage und als Gegenbegriff vorschlage, ist eben der Begriff einer reflexiven Kunst. Das ist die Kunstform, die gewissermaßen am Ende der langen Ausdifferenzierungsgeschichte der Moderne steht. Und letztendlich ist man aber in der heutigen politisierten Situation darauf angewiesen, dass man auch wieder über einen positiven Begriff von Kunstfreiheit verfügt, der allein verfassungsmäßig verbürgte, die Kunstfreiheit, die verfassungsmäßig verbürgt ist, reicht nicht aus. Damit kann man nicht wirklich einen Streit in einem Diskurs gewinnen. Gut, und insofern denke ich, war das mein Beispiel für eine gehaltsästhetische Arbeit, wo tatsächlich das ein Werk ist, was hochgradig politische Themen, hochgradig mit politischen Themen arbeitet, aber selbst eben nicht politisch ist, sondern es schafft gewissermaßen die Bedingung der Möglichkeit, damit politische Diskurse in einer polarisierten Gesellschaft überhaupt wieder stattfinden können. Und darin sehe ich eben sowohl die gesellschaftliche Funktion von Kunst, dass sie eben diese neuen Selbstbeschreibungen provozieren kann, und ich sehe darin eben auch die Idee, eine neue Idee von Kunstfreiheit. Vielen Dank.